So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Loose. Heute mit dem Crusader auf dem wunderschönen Server der 106 an einem wunderschönen Tag der. Wie viel denn? Den 1. August haben wir jetzt schon? Ja, den 1. August. Donnerstag, der 1. August ist heute. Nehme ich diese Aufnahme auf. Ich habe gerade super Bock auf eine kleine Runde Hallo Loose auf der wunderschönen Karte Sainte-Marie. Sainte-Marie-du-Mont ist das Ganze hier. Okay, Sainte-Marie-du-Mont. Und, ja, Gegner gesehen habe ich bisher noch keine. Ich habe nämlich am Anfang den LKW erstmal komplett versenkt. Und habe mich extrem dumm angestellt, den LKW auch nur irgendwie im Ansatz nach vorne zu fahren. Da habe ich einfach nur voll kacke gespielt. Den Command-Chat einfach links oben nicht beachten. Das ist einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Er meint einen harten Garten oder sowas. Oder einen harten Stuhl, auf dem ich sitze. Genau. Ja. Ich weiß auch nicht, was Harris damit meint. Nee. Nein. So, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich hier irgendwo einen Außenposten runtergedrückt kriege, weil langsam kommen wir in so eine Zone, wo ich weiß, okay, jetzt könnte ich beschossen werden, aber es ist hier gerade für meine Verhältnisse einfach noch zu still. Ich habe hier noch keinen Schuss gehört, auch nicht auf den da vorne, es hat hier keiner irgendwo gepiept. Sehr, sehr irritierend. Ah, da ist eigentlich richtig krass Geballere auf der linken Flanke. Ich sehe, wohin die sich ausrichten, auf den Compound heißt das, da sind wahrscheinlich auch Gegner. Aber ich sehe hier halt immer noch keinen. In die Upsa, ich bin mal da. Dann sagt er den Leuten bitte. Jetzt sind wir langsam in einer Zone, wo es unangenehm wird. Richtung Nordwesten unserer Grenze. Es ist halt einfach kein Feind zu sehen. Wer fliegt? Der erklärt sich auch warum. Okay, kommt hier hin. Ich ziehe nach links rüber und flankiere die Front von denen. Hier ist gar nichts. Ich kann die Front auch nicht flankieren. Ich kann in jedes Hardcap reinlaufen, weil wahrscheinlich gar keiner von denen da drin steht, sondern alle nur an der westlichen Flanke sind. Oh, gut, dass ich eine OP gesetzt habe. Charlie bewegt sich Richtung Vorräte. Irgendwo auf meiner linken Seite. Ich weiß aber nicht genau wo. Wir unterstützen euch. Ich Skydiver. Okay. Ja. Hätte mein erster Kill sein können. Vorräte sind rausgenommen im Norden vom Punkt. Ja, die Leute sind ultra motiviert hier. Die haben super Bock. Warte, dann fahre ich die rechte oder den Kanal weiter. Das ist gut, ja. Also ich komme mal in irgendeinen Stelle, die ist möglich. Sind nebenher noch ein Discord unterwegs. Ist keiner an der Waffe, ist jetzt bei uns mit dem Discord drin. Da wird geschossen. Ja, laufen gesehen. Komme ich jetzt noch mal einen Kill? Scheint nicht so. Nö. Ja. Alter, Kali hat sogar den weggenommen. Panzer. Danke für den Cover. Feindlicher Panzer auf Enemy Tank Mark. Ja, boah, da haben sie geguckt. Gut, das wird jetzt ganz, ganz geil, da wieder reinzurennen. Soll Abel auch angreifen von der Seite? Ich liebe ja meine Lärmschutzecke hier.
Das ist super angenehm. Feindlicher Sherman auf Kingmarker. Wie unmotiviert! Ja, die sollen Garnis bauen und Panzer markieren, den Rest schafft ihr schon. Ich erwarte hier eine tolle, wunderschöne Ansprache, die uns motiviert. Genau, ich auch. Ich finde, jemand anders sollte Kommandant sein. Ja, konstitutionelles Misstrauensvotum. Votet Kanzler Valorum weg. Ja, dann macht es doch. Scheiß Deserteur. Hinter mir. Ah, der wird mich holen müssen. Er wird mich holen müssen. Ich bin auf offenem Feld für ihn. 76er. Ich stelle mich gerade wirklich nicht gut an, muss ich sagen. Das ist wirklich gerade absolut böse. Ich nehme jetzt mal die MP40 mit und versuche mit der ein bisschen reinzuklabbastern. Vielleicht kann ich ein bisschen was. Das ist ein 75er, kein 76er. Ich sehe ihn. Es muss mit der kleinen Knipp hier doch gehen. Komm, MP40. Meine Lucky Gun. Du machst das. Direkt auf Kingmarker. Könnte vielleicht einen präzisen Rückschlag anfordern. Nein, der hat einen Truck von uns zerstört. Okay, könnten wir bitte einen Luftschlag bekommen? Einen Luftschlag bitte. Er steht still. Nein, er guckt schon, er steht schon direkt dran. Ach, ich hätte wieder nicht schießen dürfen. OP steht beim Panzer, beim Feindpanzer, da muss ein Artiller rein. Oh mein Gott, und der nächste Punkt wird weggekappt, ey. Oh, und ich spiele so eine Grütze zusammen, das ist echt unangenehm. Denn hinten gekappt. Ja, ich sehe es. Nein, ach nee, wo kam denn der Gegner auf einmal her? Willst du mich verarschen oder was? Und ich hab die Handgranate in der Hand. Hä, wo ist der? Wo war der? Wie ist der vor mich gekommen? Wo kam der überhaupt her? Wieso steht denn da auf einmal ein feindlicher Medic vor mir? Hä, wie lag der da oder was? Wie hab ich den denn übersehen überhaupt? Ich verstehe das gar nicht. Wo kam der denn her? Einfach war der vor mir. Habt ihr das gesehen? Das war ja eine wilde Nummer. Hä? Daniel, Punkt ist raus. Ich hab das dann halt irgendwann realisiert und er auch, aber. Ja, Okay,
Vielleicht hat er da irgendwo gelegen oder so. Ich hab gerade eliminiert, dass wir da aufpassen, aber der LKW steht. Verstanden. Ja. Ja, hinter dem LKW ist ein Schützengräben und dort war ein Squad sehr gefeindet. Sehe ich den Medic denn die ganze Zeit hier nicht? Ja, toll. Der in Gold, der muss gerade noch. Liegt noch einer direkt auf dem Ping drauf. Auf dem Ping ist noch einer. Der OP ist weg, aber da ist noch einer drin. Könnte sich das Recon-Team um die Nein! Aber Fox ist schon vorne, macht das, denke ich. Nein. Ping gar nicht. Na gut, egal. Ist weg. Der Gegner, der spielt hier aber auch komischen Kram gerade zusammen. Schlechter Cap, erster Cap von ihm, obwohl ich den LKW versenkt habe. Also die hätten alle Chance gehabt, da drüben uns da zu kriegen, weil ich habe den LKW einfach instant weggebracht. Unseren eigenen. Das ist super bad von dir, das war wirklich schlecht ohne Ende. Einfach nur dumm. Ich hab den Kriecher. Ja, die kämpfen wieder an, die haben noch mehr. Mann, das gerade. Hier oben, ja, hier oben kommt ein Tank. Ein Feindpanzer auf Tankmark will Richtung Punkt Baker. Ihr müsst auch Defense machen. Aber verstanden, Offense, Offense. Mehr Offense. Der Kommandant soll halt mal ordentliche Befehle geben. Ne, der macht das schon ganz gut. Vielleicht noch eine Gunny bauen oder Able? Ne, Defense? Ja. Ich glaube, wir haben auch zu viele Gunnies. Süden und Westen. Müssen wir ein paar bauen. Ja, Limit erreicht. Ja, wir müssen in die Dev, Leute. Ich kann den OP nicht nach vorne ziehen, wenn es hinten so kritisch aussieht. Tankmarker kannst du wegnehmen, Tank ist weg. Nee, das sind wir schon. Dani ist bauer. Okay, nice. Wo steht? Die Captain immer noch. Wir müssen in die Verteidigung gehen, Leute. Alle in die Death, bitte. Die kommen von den Wattenhöfen. Steht. War schneller. Ich werde mir eine Finger mit da dran haben. Das war Kalli, der da rumgerannt ist. Ich schieße ihn ins Bein, dann kann er nicht mehr rumrennen und uns erschrecken. Wo ist Kalli? Da. Genau. Ja, ich hab ihn so getroffen mit der Pistole. Yeah! Nein, geh weg! Ah!
Ja, da lebt noch was. Er ist eh schon da. Ja, da kann man dann uns doch schnell zum Sieg verholfen. Sehr gut gemacht, Kommandant. Das ist der beste Kommandant, den ich seit langem hatte. Dein Auge. Ja, reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich mag Gold. Wenn ich nur Silber und Gold hast, kannst du reden. Was ist Bronze? Ich bin mehr der Palladium-Typ. Mega gut wieder. Geile Runde. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. War jetzt halt sehr, sehr kurz. Ging sehr, sehr schnell durch. Shifty kriegt meine Promotion. Level 282. So ein Low-Level. Shifty, du kommst auch noch hoch. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Einmal kurz in die Stats reingucken. 18:6. Geil. Ciao.